Ja, Konto in Liechtenstein online eröffnen? Ist es überhaupt möglich? Laut einem Webinar mit einem exklusiven Teilnehmerkreis, an dem ich teilnehmen durfte, ist das in diesem Land nicht möglich. Aber wir werden natürlich nicht das Spezialportal jetzt für smarte Bankkunden mit dem Fokus Inland und Ausland deutschsprachiges Banking, wenn wir nicht in der Lage wären würden, eine Lösung zu organisieren. Also, der Autor dieses Artikels, deren Stimme hören Sie gerade, ja, wir gehen diesen Artikel in verschiedenen Punkten durch. Sie kriegen ein paar Zusatzinformationen hier in diesem Video. Aber bevor wir starten, schauen wir uns erstmal an, wo liegt denn Liechtenstein? Liechtenstein, ja, Sie sehen jetzt hier Deutschland, hier diese Grenzen und natürlich hier diesen roten Punkt Liechtenstein. Ein super kleines Fürstentum, ja, im Süden von Deutschland. Es gibt keine direkte Verbindung dorthin. Wir scrollen mal weiter rein, ja. Wenn man dort hinfahren sollte, also wenn man keine Online-Kontoeröffnung macht, dann fährt man entweder hier über Österreich oder hier über die Schweiz, um das kleine Fürstentum zu erreichen. Gut, wenn wir wieder zurück in den Artikel wechseln, merken wir auch, ne, nicht für jedermann ist das interessant, der bisher unsere Videos kennt und schätzt. Doch unsere Community wäre nicht so smart und stark, würden wir uns nicht gelegentlich Speziallösungen annehmen. Also, herzlichen Dank in jegliche Richtung. Was Sie hier auch an dem Bild sehen, ja, das ist ein Foto aus Liechtenstein aufgenommen. Hier oben ist die Burg, ja, da wohnt und regiert der Fürst. Und er hat von da oben einen ganz guten Überblick auf sein gegenüber Deutschland doch sehr kleines Volk und natürlich auch auf die Banken, ja, die sich dann auch hier unten befinden. Es gibt 2 Dutzend Banken im Fürstentum, aber die Hürden für eine Kontoeröffnung, die sind tatsächlich größer als anderswo. Also eine Fernkontoeröffnung ist tatsächlich so gut wie nicht möglich. Wir haben aber für unsere Leute etwas organisiert. Also in diesem Video schauen wir uns die Basics an, die Voraussetzungen natürlich für die Kontoeröffnung. Es ist nicht für jeden, wie wir schon gesagt haben, ne? Kontoservice, Beispielnutzung. Ja gut, als Bonus gebe ich erstmalig mit dazu meine eigene Nutzung. Ja, und Wertpapierkredit wissen viele gar nicht, denn die Kontoöffnung auch für Unternehmen, ja, auch möglich und Bankschließfach. Aber vorab, und hier ist vielleicht so mal so der letzte Ausstieg, wo Sie sagen, na gut, ich breche jetzt ab, dieses doch lange Video bis zu Ende zu sehen, ne? Wer einfach nur ein Zahlungskonto, also ein Girokonto im Ausland haben möchte, wird in anderen Ländern besser und günstiger bedient. Ja? Dazu finden Sie auch weitere Videos und Artikel auf unserem Spezialportal. Und es entstehen gerade noch welche, weil wir befinden uns gerade in einer Serie, wie man sich außerhalb von Deutschland mit deutschsprachigen Konten zu verschiedenen Zwecken versorgt. Ja. Heute haben wir Liechtenstein in diesem Video und es geht nicht um ein Girokonto, sondern es geht darum, Vermögen aufzubewahren. So, Liechtenstein ist außerhalb der öffentlichen Aufmerksamkeit für eine sicherheitsliebende Kundschaft der beste Bankplatz in Europa. Wie eine liechtensteinische Bankbeziehung gelebt werden kann und welche Vorteile es für unsere Aufsteiger, ja, hat dazu mehr natürlich in diesem Video. Denn Aufsteiger, dass wenn Sie jetzt mal reinwechseln in den Artikel, also oben werde ich im Video jetzt einen Link einbauen, dann können Sie auch alle Links hier klicken. Ja? Sie können parallel schon mal den Artikel öffnen und dann immer noch entscheiden, gehen Sie in den rein, lesen Sie nach oder folgen Sie den Links. Denn wir haben hier ein Aufsteigertraining, welches verlinkt ist, in dem auch Finanzierungsstrategien besprochen, trainiert werden, ja. Und das ist auch der Grund, warum endlich, ja, einige Leute werden sagen, endlich öffentlich über Banking in Liechtenstein geschrieben wird. Und zwar von mir selber, denn ich habe dort ja mehr als 10 Jahre Erfahrung. Aber bisher noch nie einen Artikel eröffnet und jetzt der erste Artikel zeigt tatsächlich mit dem Video alles, was man wissen muss, ja, alles Wichtige, was man wissen muss, vom Einstieg, wie man es nutzt, bis hin, wie man überhaupt zu einem Konto rankommt. Ja? Das ist ja die größte Hürde. So, also bisher gab es diese Informationen nur unter der Hand, ja, auch in unserer Beratung unter der Hand, obwohl absolut legal, aber eben auch diskret. Okay, schauen wir uns erstens die Basics an, also Gründe überhaupt für Liechtenstein.
Für die meisten unserer Leser ist eine Bank ein Liechtenstein keine Option. Das hatte ich anfangs schon gesagt. Daher, also entweder weil die Gebühren zu empfunden werden oder die Mindestanlage das K.O.-Kriterium ist. Leute, die dennoch eine Bankbeziehung mit dem Fürstentum eingehen, gehen das häufig als Motivation an. Beispielsweise Teil des Vermögens in einem sicheren Ausland haben. Ja, es gibt Leute, die die Befürchtung haben, dass inländische staatliche Institutionen sich an ihren inländischen Bankkonten vergreifen könnten. Ja, und wir wissen aus der Kommentarfunktion auch bei uns nicht zu Unrecht. Also nicht zu Unrecht die Befürchtung, meine ich damit. Okay, also Ausland und trotzdem erreichbar und verständlich. Ja, also die Vertrags- und Kommunikationssprache ist Deutsch. E-Banking und Telefonbanking ist möglich. Also mit E-Banking ist das Online-Banking gemeint. Das Konto ist an das SEPA-Überweisungssystem angebunden und zur Not setzt man sich eben mal ins Auto und fährt persönlich hin. Von München, wir haben einen starken Kreis ja, im Münchner Raum, sind es lediglich 2,5 Stunden mit dem Auto und dank Schengen, ja, ohne Personenkontrollen an den Grenzen. Sie können durchfahren. Ja, Schließfach zur sicheren Aufbewahrung von wichtigen Dingen. Ja, zugegeben, Schließfächer sind nicht das Lieblingsgeschäft der Banken. Es gibt aber Ratgeber, die die Aufbewahrung von Gold und wichtigen Daten unbedingt ein Schließfach außerhalb der Europäischen Union empfehlen. Für unsere Leute haben wir so etwas wie ein Kontingent an Schließfächern sichern können. Die Anzahl ist nämlich schon ja, von den baulichen Begebenheiten begrenzt. Um es so zu sagen, nicht jeder Bankkunde kann ein Schließfach bekommen. So, also Liechtenstein ein schuldenfreier Staat, ja. Im Gegensatz zu vielen EU-Staaten gibt es keinen finanziellen Druck, seine Bürger oder ausländische Kunden in Anführungszeichen jetzt auszurauben. Das Fürstentum ist einer der wenigen Staaten auf der Welt, die schuldenfrei sind. Monarch und Parlament führen das Land sehr weitsichtig seit Jahrzehnten und mit großer Zustimmung des Volkes. Ja, es gibt da keinen Grund von finanzieller Natur dort zu drangsalieren. Okay. Professionelle Beratung jenseits von Political Correctness. Ja, auch in Deutschland gibt es gute Finanzberatung. Wer sie findet, hat viel Glück. In den meisten Beratungsgesprächen dominiert das, was staatlich und bankintern vorgegeben wird. Das wird brav und gesetzlich dokumentiert, damit man den Kunden stets den schwarzen Peter zuschieben kann. Es gibt ja genügend Banker, die wissen, dass Kunden gezielt auf Produkte hin beraten werden, die vorsichtig ausgedrückt, ja, suboptimal sind. Und noch als Zusatzinformation für Sie, wir haben ja auch bei uns die Comdirect First im Programm, ja, das ist das, wo vermögende Kunden sehr bevorzugt von der Comdirect beraten werden, ja. Und dort, wenn Sie dort mit den Insidern zu tun haben, es ist in den letzten Jahren sowas von schwierig bis unmöglich geworden, überhaupt eine adäquate Beratung zu machen, weil die Gesetze so angezogen sind, dass man ganz, ganz, ganz viele Sachen einem Kunden nicht mehr beraten darf und dann bekommt er es auch nicht mehr, wenn er eine Beratung wünscht. Ja? Weil es einfach, ich meine, auf diese Beispiele gehen wir nicht ein. Ja? Nur Sie werden diese Finanzberatung, wie Sie sie in Liechtenstein tatsächlich noch bekommen, in Deutschland aufgrund der gesetzlichen Lage nicht mehr bekommen können. Ja, Sie können die nur noch bekommen, wenn jemand gegen die Gesetze verstößt und es gut mit Ihnen meint. Zweitens, gehen wir ra Voraussetzung für eine Kontoeröffnung. Das wird auch einige interessieren, ob Sie damit im Boot sein können. Ja, es gibt in Liechtenstein Banken, bei denen man nicht unter 10 Millionen Franken zu transferierendes Vermögen überhaupt erstmal anklopfen braucht. Sie wissen ja, auf jeden Topf passt auch ein Deckel. Für unsere Leute haben wir eine Kooperation mit diesen einfachen Voraussetzungen vereinbart. Zu transferierendes Vermögen 10.000 Franken oder Euro und natürlich mehr, ja. Abweichende Sonderregelungen gibt es nur für unsere Aufsteiger in Verbindung mit unserer Kreditlinienstrategie. Aufsteiger, Sie wissen, oben gab es den Link zum Aufsteigertraining. Können Sie ja mal schauen, ob das was für Sie ist. Gut, weitere Voraussetzungen. Deutsche oder Auslandsdeutsche. Ja, also Sie können, wenn Sie dieses Video sehen, überall auf der Welt sein.
Na, war das schon der erste Interessent? Sie können überall auf der Welt sein, wobei Sie keiner US-Steuerpflicht unterliegen dürfen, ja? Also die darf nicht bestehen. Herkunft des Geldes muss nachweisbar sein. Keine Bank in Liechtenstein nimmt Gelder in dieser Größenordnung an, ohne nach der Herkunft zu fragen. Ja, ist auch ganz klar. Natürlich die Bereitschaft, die Gebühren zu bezahlen. Ja, es sind ja keine Unsummen. Aber Liechtenstein ist nun mal auch kein hat nun mal auch keine Discount-Broker-Tarife. Hat auch überhaupt keine Discount-Broker, ja. Wir befinden uns hier im Private Banking-Bereich. Ja. Kontoöffnung für Privat, aber auch für GmbH und für weitere Rechtsformen möglich. So, das waren die Voraussetzungen. Jetzt haben wir schon mal so ein Gefühl, passt das genau auf mich? Kriege ich das hin? Oder vielleicht muss ich auch ansparen dafür, um dort eine Bankverbindung in Liechtenstein mir zulegen zu können. Gut, schauen wir uns an, was erhält man denn überhaupt mit einem Konto in Liechtenstein? Sie erhalten einen persönlichen Ansprechpartner. Bankbeziehungen haben aus meiner Erfahrung eine viel höhere Qualität aus Vertrauen und Respekt. Sie haben einen persönlichen Ansprechpartner mit Namen und Durchfall, den man mit den Jahren kennt und schätzt. Außerdem gibt es eine hohe Kontinuität. Bei mir beispielsweise hat in den mehr als 10 Jahren es noch keinen einzigen Wechsel des Ansprechpartners gegeben. Ja, ist ja auch überschaubar, die Bankenlandschaft im Liechtenstein und wer sich wohlfühlt und dort halt lebt, ja, der muss nicht, um Karriere zu machen, irgendwie nach Frankfurt oder München wechseln. Also, Sie erhalten natürlich auch eine LI-IBAN. Ne? LI, das ist die ersten Buchstaben in den SEPA-IBAN, ja, für Liechtenstein. Also, erhalten eine Kontonummer in Liechtenstein, an die Sie das Geld überweisen können. Und wenn Sie E-Banking, ja, hatte ich vorhin gesagt, so heißt das Online-Banking in Liechtenstein und der Schweiz kostenpflichtig dazu bestellt, können Sie von überall aus Überweisungen starten. Davon werden Sie doch vermutlich weniger Gebrauch machen, da die Überweisungskosten außerhalb von Liechtenstein und der Schweiz ja, in Schweizer Franken mit aktuell, also wenn Sie außerhalb überweisen, ja, also zum Beispiel in Euro und US-Dollar und so weiter, pro Vorgang. Ja, jetzt ist aber auch gut. Lassen Sie uns doch erstmal das Video zu Ende machen, bevor Sie anfragen. Mit doch 10 Franken erheblich sind, ja, also pro Überweisung. So, also als Girokonto für den täglichen Zahlungsverkehr ist dieses Konto nicht gedacht, das muss man ganz ehrlich so sagen. Denn es, ja, Hauptbestandteil ist ein Wertpapierdepot. Da Liechtenstein im EWR, ne, das ist der Europäische Wirtschaftsraum, ist, aber nicht in der EU, können Sie Wertpapiere, die durchaus sinnvoll für uns Kunden sind, ja, aber in der EU verboten sind. Ja, wurde immer mehr, was in der EU verboten wurde, können Sie trotzdem kaufen. Da Liechtenstein, hier nochmal der Hinweis, ja nicht vergleichbar mit deutschen Discountbrokern ist, ist es sinnvoll, hier seine strategischen Anlagen zu tätigen oder per Depotübertrag dorthin zu verlegen. Was uns zum nächsten Punkt führt, die Kreditlinie. Aufgrund des Depotvermögens kann man sich eine extrem günstige Kreditlinie, auch Lombardkredit genannt, zu aktuell 1,5% Zinsen einrichten lassen. Geld daraus kann frei verwendet werden, beispielsweise für den Immobilienkauf. Ja, oder auch für, es kann ja frei verwendet werden. Für die Einrichtung des Kredits wird weder die Schufa abgefragt, noch wird dort die Kreditlinie eingetragen. Natürlich gibt es auch ein Sparkonto, wie Sie hier sehen, scrollen wir ein bisschen, aber das ist bei den aktuellen Zinsen ja, in der Niedrigphase nicht lohnenswert. Natürlich können Sie auch dem Konto eine oder mehrere Kreditkarten bestellen. Ja, es gibt Visa, Master, die Karten stehen in verschiedenen Versionen und Preisklassen auch zur Verfügung, Gold, Classic, Platinum, auch als Businesskarten zur Verfügung, ja. Und ja, Sie können natürlich alles mit dem machen, was Sie auch sonst haben, also elektronisch zahlen, Sie können Bargeld abheben, Sie haben natürlich auch Gebühren drauf, wie zum Beispiel auch das Auslandseinsatzgeld mit 1,75%. Fällt natürlich nur dann an, wenn Sie in einer Fremdwährung zahlen, haben Sie die Karte passend zur Währung ausgestellt, fällt das natürlich nicht ein.
Es gibt die Möglichkeit, die anonyme Travel Cash Card zu bestellen, die Sie jetzt hier auch bildlich sehen. Das ist eine Prepaid Card, ja, die aufgeladen wird. Jeweils bis zu 10.000 Euro, Franken oder US-Dollar. Und die kann man weltweit halt zum Einsatz bringen, wenn man diskret unterwegs sein möchte. Sie sehen es auch an den Kartenbildern, ja. Sie finden weder den Namen der Bank drauf, noch ihren eigenen Namen, ja. Das ist quasi, kann man fast wie Bargeld halt sehen oder verwenden. Hat natürlich Gebühren drauf, also die ersten Jahre habe ich das selbst noch gehabt und dann nutze ich aber jetzt doch, einfach andere Karten, die wir auch bei uns im Spezialportal natürlich vorgestellt haben für meine eigenen Reisen. Aber wer etwas diskreter unterwegs sein möchte, für den ist das immer eine Option. Bekommt man nirgendwo außer halt bei Banken in diesen beiden Ländern. Und wenn Sie halt hier sowieso ein Vermögenskonto haben, ja, dann ist es doch eine Option, mal sich sowas dazuzulegen und zu gucken, ob es so einem passt. Genau, also machen wir Beispielnutzung mal einer liechtensteinischen Bank. Wenn man sich für die Kontoöffnung entscheidet, auch hier geschrieben für die Online-Kontoöffnung, ja, gibt es ein paar Daten auszufüllen und ein Telefongespräch. Es wird der Kontoantrag ausgefüllt, unterschrieben, sowie die Legitimation natürlich durchgeführt. Ja? Also ganz, ganz normal. Anschließend gibt es eine Bestätigung der Kontoöffnung und gegebenenfalls die Karten per Post, ebenso die Zugangsdaten zum E-Banking, wenn gewünscht. Ja, das sehen Sie hier schon, wenn man sich einloggt, so oder so ähnlich könnte es aussehen. Es gibt natürlich auch Kunden, die kein E-Banking wünschen, sondern das Liechtensteiner Konto offline führen. Das ist ebenso möglich. Ja? Aufträge können schriftlich oder telefonisch erteilt werden. Gut. Das Bild erkläre ich im Video jetzt nicht, das werden Sie jetzt kaum sehen. Da wechseln Sie einfach in den Artikel. So. Oftmals wird eine finanzielle Reserve nach Liechtenstein transferiert. Das Geld liegt dann dort als Kontoguthaben in Euro, Schweizer Franken oder US-Dollar auf dem Konto. Andere Anlagen, also Anlagen in anderen Währungen, sind natürlich auch möglich. Ja? Es gibt ein großes Potenzial an Währungen, die man dort in Liechtenstein halten kann. Einige Leute machen sogar einen Depotübertrag von Wertpapierpositionen, die sie strategisch halten. Quasi eine sogenannte Buy-and-Hold-Werte, ja. Insbesondere natürlich, um die Mindestanlage zu erfüllen, ja, haben wir oben gesehen, die 100.000 Euro, ja, oder Franken. Und oder als Sicherheit für die Kreditlinie, diesen Lombard-Kredit. Das schauen wir uns auch in diesem Video nochmal genauer an. Immerhin gibt es eine Gruppe, Weiterhin gibt es eine Gruppe, die in Liechtenstein ihre Edelmetallposition hält. Sie empfinden es als zweckmäßiger, diese noch im finanzpolitischen Sinne interessanten Werte, ja, ich drücke mich manchmal etwas vorsichtig aus, dort zu halten, statt in der Europäischen Union. Ne? Ein Goldverbot ist in Liechtenstein nicht vorstellbar und hat es historisch auch noch nie gegeben. Edelmetalle können bequem über das Depot gehalten werden, beispielsweise über die physischen ETFs der Züricher Kantonalbank. Diese sind auf politischen Druck in Deutschland schwer erhältlich und unterliegen bei uns sogar der VAP-Pauschale. Das heißt, sie werden jährlich besteuert, ja, in Deutschland, auf den Verdacht hin, dass Edelmetalle vielleicht doch Zinsen oder Dividenden generieren könnten. Selbstverständlich bieten die Liechtensteiner noch weitere physische Verwahrmöglichkeiten von Gold und Silber an. Man könnte sogar bestehende Werte mitbringen und in dem persönlichen Bankschließfach verwahren. Überhaupt ist es eine gute Idee, einmal oder vielleicht auch alle 2 Jahre der Bank vor Ort in Liechtenstein einen Besuch abzustatten, um den persönlichen Ansprechpartner kennenzulernen und über aktuelle Dinge zu sprechen. Sie erhalten möglicherweise Ideen, auf die Sie in Deutschland bzw. in Österreich nicht kommen würden. Und hier, so sieht es aus. Können Sie sich vorstellen, dass Sie da beispielsweise auf diesem oder diesem Stuhl sitzen? Ja, also es ist ein schlichtes und diskretes Beratungszimmer. Hier ein Schnappschuss aus einer liechtensteinischen Bank. Und dort können Sie Ihren Berater treffen und kennenlernen, Ihre Anliegen besprechen. So, jetzt kommen wir zu dem Bonus. Ja, es ist nicht das Letzte, es kommt noch mehr. Der ist zwischendurch hier eingeschoben. Das ist meine persönliche Liechtenstein-Strategie. Ja.
Seit der letzten Finanzkrise, also wir reden da seit 2008, 2009, habe ich Bankbeziehungen nach Liechtenstein. Ausschlaggebend war die Sicherheit des Finanzplatzes im Fürstentum, die räumliche Nähe und natürlich die Sprache und Kultur. Das sind Dinge, die ich in Dubai, das ist scheinbar ein aktueller Trend, ja, für finanziell erfolgreiche Menschen oder Singapur, nicht finde. Mein Konto und ein Teil meiner Rücklagen liegt bereits länger als ein Jahrzehnt, ja, habe ich eben gesagt, im Fürstentum. Damals noch vor dem Abkommen mit dem Bankkundeninformationsaustausch. Deswegen habe ich peinlichst darauf geachtet, dass keine Erträge anfallen, die es zu versteuern gibt und damit die Existenz des damals ja noch geheimen Kontos bekannt wird. Steuerehrlichkeit. Auch wenn Politdarsteller unser Steueraufkommen für, ich sage mal vorsichtig ausgedrückt, Unvernünftiges auszugeben, war und ist zu jeder Zeit die oberste Maxime von mir. Siehe auch, und das ist hier verlinkt, diese Steuererklärung dazu. Also, Private Banking in Liechtenstein ist genauso steuerehrlich wie ein Konto bei eins dieser hippen Fintechs wie Transferwise und andere, ja, die man auch ganz bequem als Deutscher hier aufmacht, ja. Gleichzusetzen. Die Umsetzung ist einfach, ja. Also, ich habe nur Dinge im Depot, die keine Erträge bringen, aber Werte halt bieten. Achte darauf, dass dein Konto unverzinst bleibt. Damals habe ich das wie folgt gelöst. Also auf die Zinsen auf dem Girokonto habe ich freiwillig verzichtet. Heute gibt es keine Zinsen mehr auf dem Girokonto, ne? Der Leitzins ist im Minus. Das Vermögen habe ich in Edelmetall-ETFs der Zürcher Kantonalbank angelegt, die bekanntlich keine Gewinne, wäre nämlich dann der Gegenstand der Besteuerung, ausschütten. Schließlich tun diese ETF nichts anderes, als die großen Barren in Hochsicherheitslagerhäusern zu verwahren. Besteuert werden kann höchstens der Verkaufsgewinn, was in meinem Fall mit der Buy-and-Hold-Strategie nicht anfiel. Im besten Fall vererbt man das Liechtensteiner Depot, weil niemals die Situation eingetreten ist, dass finanzielle Not halt eingetroffen ist. Ne? Okay, aber heute, im Zeitalter des gläsernen Bankkunden, ja, also auch international gesehen, kann man noch mehr mit dem Konto machen. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Bevor aber Fragen über die Kommentarfunktion kommen, schreibe ich es Ihnen gleich hier, beziehungsweise spreche es Ihnen in dem Video. Es gibt diesen Bankkundeninformationsaustausch zwischen Liechtenstein und Deutschland, beziehungsweise auch Liechtenstein und Österreich. Wir haben einen Teil unserer Fans ja auch in Österreich. Ja. Das heißt, Ihr Konto ist dem deutschen Staat mit der nächsten Jahresmeldung bekannt. Na und? Es gibt Millionen Deutsche, die ein Auslandskonto haben. Und es gibt Millionen Ausländer, die in Deutschland ein Konto haben. Ja? In einer familiär, wirtschaftlich und finanziell vernetzten Welt ist das vollkommen normal. Sie wissen, dass es dort ein Konto gibt. Ja? Also der Staat. Ne? Und das bedeutet, im Gegensatz zu Bankkunden, ja, oder besser, ich lese einfach vor, zu wissen, dass es dort ein Konto gibt, bedeutet im Gegensatz zu Bankkonten in Deutschland nicht, dass man als staatliche oder pseudostaatliche Einrichtung Zugriff hat. Ja? In der Praxis kommt eine Kontoeinführung eigentlich nur bei international gesuchten Terroristen vor und solche bekommen kein Konto. Jedenfalls nicht dort, worüber es hier in diesem Artikel geht. Ja? Das ist für einen doch recht interessant. Ne? Es gibt kein ja, Wissen und Rankommen können zwei verschiedene Dinge sein. Ne? Das kennt sie vielleicht auch aus der Liebe. Gut, also gehen wir in unser Highlight rein. Nummer 5, Kreditlinie zu aktuell 1,5% Zinsen. Ein Fakt, der selbst bei vielen langjährigen Kunden wenig bekannt ist, ja, weil sie in ihrem Fokus natürlich haben, Vermögen nach Liechtenstein zu tragen, ist, dass man sich eine super günstige Kreditlinie einrichten lassen kann. Vorteile dieser Kreditlinie, Lombardkredit in Liechtenstein, ja. Erstens schufafrei. Es erfolgt keine Anfrage und keine Eintragung in der Schufa oder dem Äquivalent, ja, in anderen Ländern. Das bedeutet, andere Banken wissen nichts von dieser potenziellen Finanzierungsquelle, potenziell deswegen, eine Linie heißt ja nicht, dass sie im Kredit sind, sondern dass sie jederzeit reingehen können. Es gibt Leute, die sich hier das Eigenkapital für eine andere Finanzierung besorgen. Ja, beispielsweise. So, ein sehr günstiger Zinssatz, ne? Vor allem für die freie Verwendung. Zudem ist die Linie, die eingerichtet wird. Ja.
ob sie sie benutzen oder nicht und in welcher Höhe und wie lange und ob einmal oder mehrmals, all das bleibt ihnen überlassen und sie können das selbstständig via E-Banking machen. Ja, hier für Sie mal rausgesucht, die Beleihungswerte von Wertpapieren und nicht nur Wertpapiere, sondern Sie können auch beleihen Kontoguthaben und Edelmetalle. Ja, extrem hoch sehen Sie hier Staatsanleihen, ja, aus meiner Sicht, ja, wäre ich vorsichtig, lieber 95% zu bleiben. Na gut, es kommt immer drauf an, auf welche Staaten, ja, aber wenn ich sehe, okay, also wir gehen ja auf die Tabelle nicht groß ein, außer vielleicht auf den Punkt, Beleihungssatz für 50%, da sind Sie nämlich bei Aktien 5, Aktienfonds, ETFs, ja, und hier unten nochmal, wenn es hier in verschiedene Formen von Gold, Silber, Platin und sowas geht. Also in dem Bereich bewegen sich auch die meisten Leser von uns, ja, und die meisten, die mit uns in dem Punkt zusammenarbeiten, die einfach ja, zu 50% das Depot beleihen, weil sie diese Position in ihrem Depot haben. Ja, interessant gegenüber unserem indischen Wertpapierdepot kann man nämlich auch, also unser inländisches, ne, das ist hier wieder verlinkt, wenn Sie in den Artikel wechseln und dann da reinschauen, ja, kann man auch Edelmetalle und Kontoguthaben beleihen. Einige unserer Leser wird die Idee, Gold oder Silber zu beleihen, recht gut gefallen. Aber warum Kontoguthaben beleihen? Ja, man zahlt Zinsen, obwohl man das Geld auf dem Konto hat. Ja, beispielsweise, wenn man ein Fremdkonto in Schweizer Franken hat, nun aber Geld in Euro benötigt, kann das durchaus Sinn machen. Ne? Es gibt ja Leute, die ganz absichtlich Kontoguthaben in einer Währung halten, Fremdwährung genannt, ja. Beliebt als Euro-Alternative sind beispielsweise die norwegische Krone, das britische Pfund, der australische oder neuseeländische Dollar oder selbstverständlich auch der US-Dollar. Und natürlich nochmal der Hinweis, sind auch in Liechtenstein weitere Währungskonten möglich. So, möchte man das Geld denn nicht umtauschen wieder, ja, beleiht man das Konto einfach. Wäre das auch für Sie eine interessante Idee? Eine weitere Möglichkeit ist, ja, wissen viele auch nicht, Festgeld zu beleihen. Beispielsweise läuft die Anlage noch 3 Jahre, man benötigt aber sofort Geld. Ebenfalls praktisch dürfte es sein, ja, dass man bei dieser liechtensteinischen Bank auch Festgeldkonten bei anderen Banken beleihen kann. Ja, also es gibt ja Leute, die sind jetzt gefangen in so einem Festgeldvertrag, warum auch immer sie ihn halt haben, bei einer anderen Bank kommen nicht ran. Ja, kann man hier beleihen. Gut, gehen wir nicht so auf das Thema drauf ein, jemand, der länger bei uns mitliest, hat nicht so viel Festgeld. So. Schufa-freie Immobilienfinanzierung, mehrmals schon erwähnt, hier nochmal abschließend, ja. Das ist eine weitere Idee, die ausgesprochen günstige Kreditlinie zu nutzen, insbesondere wenn es sich um eine kurzfristige Zwischenfinanzierung handelt. Denn die Zinssätze der Kreditlinie werden ja je nach Veränderung des 3 Monats Euribor angepasst. Hingegen klassische Immobilienfinanzierung meistens ja auf 10 Jahre festgeschrieben. Ja? Aber machen wir ruhig mal ein Beispiel. Jemand hat aufgrund dieses Artikels bzw. jetzt dieses Videos ein Konto eröffnet und überträgt ein Wertpapiervermögen von 1 Million Euro auf die Bank in Liechtenstein. Es handelt sich hauptsächlich um kostengünstige ETFs oder ein paar ausgewählte Standardaktien. Also der Beleihungswert, wir hatten es oben in der Tabelle gesehen, ja, liegt denn bei 500.000 Euro. Der Kontoinhaber hat kein allzu hohes Vertrauen mehr in unsere Gemeinschaftswährung und deswegen keine weiteren Kontoguthaben. Ja. Also er hat, sagen wir mal so, erst voll investiert. Ne? Er hat aber eine Vorliebe, das ist ein Beispiel jetzt, ja, für Florida und möchte dort ein Grundstück erwerben, um dort ein sehr gut ausgestattetes Ferienhaus errichten zu lassen. Die Gesamtkosten schätzt man umgerechnet 600.000 Euro. Mit 180.000 Euro geht er jetzt hier in die Kreditlinie, um sein Ferienhaus anzuzahlen. Ja, mithilfe unserer Kooperationspartner war es ihm möglich, eine 70%ige Finanzierung mit einer US-Bank hinzubekommen. Ja, Sie sehen es, wir sind hier in verschiedenen Bereichen tätig. Ja. Die Mieteinnahmen sollen Zinsen und Tilgung decken, sodass er später bei Renteneintritt in ein lastenfreies Haus einziehen kann. Nochmal als Hintergrund, ja, zum Beispiel Immobilienkäufe in Florida gewähren US-Banken Ausländern, was wir ja nun sind, ja, Finanzierung in Höhe von 70%. Doch woher nehmen, wenn man bereits voll in Börse und Edelmetalle investiert ist? Oh, diese Position auflösen, naja, ne? Macht man ja nun bei der aktuellen, je nachdem welche Werte man im Depot befindet, ja sehr erfreulichen Dividendenrendite ja absolut keinen Sinn. Ne? Daher bedarf es manchmal einer besonderen Bank, um besondere Träume zu verwirklichen. Ja? Was empfinden Sie, wenn Sie hier so ein Bild sehen? Ja? Einigen Leuten geht da das Herz auf. Okay,
Schauen wir uns jetzt noch die praktischen Sachen an. Gehen wir zur Kontoeröffnung. Ja, eine Kontoeröffnung ist vielleicht leichter, als Sie denken, aber auch eben nicht ganz so einfach wie unserem Dauerbrenner der DKB. Ja, das kennen Sie, wenn Sie länger dabei sind. Also, Liechtenstein ist kein Massengeschäft, Liechtenstein ist Private Banking. Es gibt eine Fernkontoeröffnung, quasi eine Online-Kontoeröffnung. Den Link dafür gibt es aber nicht öffentlich im Internet. Ja? Es sind elektronische Dokumente, die Sie erst nach einem Erstgespräch per Telefon zugesendet bekommen. Anschließend heißt es ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben sowie den Legitimationsprozess durchgehen. Bestätigung über die Kontoeröffnung je nach Wunsch von den Karten und Konto, E-Banking erhalten Sie per Post. Ebenso natürlich die Visitenkarte Ihres persönlichen Ansprechpartners mit direkter Durchwahl. Ja, und wie Sie es von uns gewohnt sind, wenn es jetzt nicht Ihr erstes Video ist, ja, eine Kontoöffnung beginnt wie gewohnt mit den gelben Umsetzungsbutton. Ja, wenn Sie wissen wollen, ja, was verbirgt sich hier hinter, wechseln Sie von dem Video zum Artikel, scrollen runter und klicken Sie bitte schön hier auf diesen gelben Button. Bevor Sie in die Umsetzung gehen, ja, prüfen Sie bitte für sich selbst, ob die Voraussetzungen für eine Kontoeröffnung bereits zusammen haben. Das ist hier der Punkt 2, hatten wir vorhin im Video gehabt. Wenn ich jetzt so viel geredet habe, dass Sie sich nicht mehr daran erinnern können, klicken Sie einfach hier nochmal drauf, da kommen Sie genau an die richtige Stelle. So, also mit der Anforderung des Erstgesprächs erhält man eine Vorkasserechnung in Höhe von 210 Euro. Kommt es zu einer Kontoeröffnung, wird der Betrag auf dem neu eröffneten Konto gutgeschrieben. Kommt es zu keiner Eröffnung, gilt die Zahlung als Beratungshonorar. Hintergrund dieser Hürde ist die Ernsthaftigkeit der Kontoeröffnungsanfragen. Ganz klar. Siebtens, Kontoeröffnung auf eine GmbH, eine AG, Stiftung oder Limited. Ja, natürlich. Also, wir haben es hier mit einer seriösen Bank zu tun. Also auch mit sehr individuellem Banking. Also, wenn Sie da sind, ja, Sie können da Wünsche äußern. Wahnsinn. Also, ja, also eine Konto- oder beziehungsweise und Depoteröffnung, ja, auf eine juristische Person, wie eine deutsche oder österreichische GmbH, eine Aktiengesellschaft, aber natürlich auch eine Stiftung oder eine Genossenschaft ist möglich. Ebenso ausländische Formen wie beispielsweise britische oder zypriotische Limited. Einige dieser Firmen dienen den Besitzern ja als Werkzeug zur Strukturierung von Vermögen. Unter den Kunden befinden sich ebenso wirtschaftliche Betriebe, die als Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahme eine zusätzliche Bankverbindung in Liechtenstein genommen haben, beispielsweise um dort ihre Rücklagen zu halten, ja, oder für den strategischen Zahlungsverkehr. Eine Kontoöffnung für US-Firmen, ja, LSC Corporation, ist nicht möglich. Was Sie hier schon sehen, ja, altmodisch oder doch praktisch, Bankschließfach, ja, hier im Bauch so einer Bank. Natürlich, ne, ein Bankschließfach ist für Wertvolles da, ohne staatlichen Zugriff. Jedenfalls dann, wenn das Schließfach außerhalb der heimischen Gesetzgebung liegt. Ja? Zum Beispiel hier in Verbindung mit einem liechtensteinischen Konto und einer Vermögensanlage ist das möglich. Ja? Hier sehen Sie nochmal ergänzende Seiten. Hier sehen Sie auch nochmal, ups, jetzt muss ich aber scrollen. Ja, das Bildchen von dem Autor, obwohl den haben Sie vorne auch eingeblendet sehen. Und wir haben auch schon Kommentare. Die schon da sind, kann ich mich jetzt hier auch gleich ins Video mit reinnehmen. Ne? Der Tom schreibt, schön wie in Angaben, ja, welche Bank in Liechtenstein zu empfehlen ist und wie die Konditionen, Depot, Gebühren, Aufschlag für uns Kunden sind. Ja, das ist natürlich klar, weil wir ja auch für smarte Bankkunden viele Inhalte haben, wo wir direkt in die Kondition einsteigen. Wir dürfen hier nicht vergessen, wir sind jetzt in dem besten Bankplatz der Welt, der den Fokus hat auf vermögende Kunden. Ja? Von daher kann ich aus unseren Beratungen hier sagen. Ja, wir haben Liechtenstein ja schon unter der Hand länger im Programm. Für unsere Mandanten war der Name der Bank oder des Ansprechpartners nie ausschlaggebend gewesen. Wichtig war stets der Nutzen, die gewünschte Lösung. In älteren Artikeln, ja, hatten wir früher gehabt, haben wir auch Namen mal genannt, mussten wir aber auch Wunsch der betreffenden Banken wieder rausnehmen. Solche Banken wollen kein Geschäft von Internetblockern. Ja. Da kamen tatsächlich zu viele unqualifizierte Anfragen. Ja, so ist es. Also, ich bin immer Fan davon, ganz ehrlich, die Dinge auf den Tisch zu legen und die Fakten zu benennen. Also, für diejenigen, ja, wo Liechtenstein, der Finanzplatz, also für eine strategische
Vermögensreserve ist, die dort haben wollen, ja, die dort halten wollen. Wir reden hier von 100.000 Euro und aufwärts. Ja, interessiert es nicht, ob eine Gebühr 5 oder 15 Franken kostet. Ich weiß, solche Informationen sind natürlich interessant für einen Großteil unserer Kostenlosleger, Jäger, ja, Leser und Jäger, die ich auch sehr, sehr, sehr schätze. Aber für die Liechtenstein einfach kein Bankplatz ist. Genau übrigens auch wie meine Sparkasse hier vor Ort, veröffentlichen Banken in Liechtenstein ihre Konditionen nicht im Internet. Ja, das gehört auch zur Diskretion. Außerdem, und das ist auch wieder ein Stück Sicherheit für Sie, für unsere Mandanten ab 1 Million Euro verhandeln wir natürlich die Disposition für individuelle Konditionen. Ja, das sind die wichtigen, das sind immer zu wissen. Also wenn Sie jetzt nicht Einstiegskunde sind mit 100.000 Euro, sondern wenn es jetzt einfach auch 1 Million oder mehr ist, ja, gibt es persönliche Konditionen. Wir sind hier im Private Banking. So, eine weitere interessante Frage natürlich von Martin. Ja, ich hatte geschrieben, eine Sache verstehe ich nicht. Sie sagen, dass eine der Voraussetzungen für ein Bankkonto in Liechtenstein die nicht vorhandene Steuerpflicht in den USA ist. Ja. Kurz danach erwähnen Sie die Möglichkeit, mittels eines Kredits ein Haus in Florida zu erwerben und dort partiell zu vermieten. In dem Augenblick, in dem Sie dort das Haus vermieten, generieren Sie aber amerikanisches Einkommen und werden dort steuerpflichtig. Dies wiederum würde die Möglichkeit eines Liechtensteiners Kontos problematisch werden lassen. Wie verstehe ich diesen Widerspruch? Und ganz klar, ja, super, klasse, sehr aufmerksam und absolut richtig. Die Lösung sieht wie folgt aus. Ja, wir haben noch für alles Lösungen, dass man das Haus nicht privat hält, sondern eine Rechtsform wie eine LLC oder Corporation Pact. Da kommt das Haus rein. Ja? Die Firma betreibt ebenfalls die Vermietung. Für die IRS, ja, also das US-Finanzamt, ist die US-Firma das Steuersubjekt und nicht der Besitzer der Firma. Ja? Diese, also die Firma wird in den USA steuerlich korrekt erfasst, zahlt da auch dann halt Anfallsteuer, aber nicht der Besitzer. Der Besitzer ist davon juristisch getrennt. Der ist ja der Inhaber von dem Konto da in Liechtenstein. Ja? Also für alles ist da. Und bevor Sie jetzt zu lange im Internet irgendwie googeln und vorab schon irgendwelche US-Firmen gründen und so weiter, machen Sie einfach mal das, was auf den ersten Blick vernünftig erscheint. Und gehen Sie zu den gelben Umsetzungsbutton, weil für all das, was wir Ihnen so Stück für Stück immer Einblicke in den Videos und den Blogartikel geben, ja, gibt es ja Verbindung, ist eine Strategie, ja, unser Netzwerk steht halt dahinter und Sie können sich alles alleine raussuchen. Ja, könnten Sie, na gut, nicht alles, also es gibt auch Banken, da können Sie anklopfen und kriegen ein Niert, wie der Russe sagt, ja, aber über unseren Kanal kommen Sie rein. Also fast alles könnten Sie sich auch irgendwo alleine zusammensuchen, ja, aber möglicherweise dauert es kilometerweise länger und wird teurer und so weiter, also wenn Sie einmal sagen, okay, die Jungs und Mädchen, auch Frauen in unserem Team, ja, haben in den letzten 10 bis ja, mittlerweile auch 15, 16 Jahre, was aufgebaut, das kann ich jetzt schon nutzen. Und es bedeutet für mich nicht viel mehr, als auf diesen Button zu klicken, ja. Und auch zugegebenerweise, ja, wir haben hier ein Beratungshonorar dafür, also das, was wir hier in vielen Jahren alles aufgebaut haben, ja, das kann man gar nicht hoch genug schätzen, das ist hier lächerlich eigentlich, ja, das ist quasi nur, um so ein bisschen Spreu vom Weizen zu haben und wenn alles gut geht und das mit der Kontoöffnung klappt, kriegen Sie das, diese Verausladung sozusagen auch wieder auf Ihr Konto gutgeschrieben. Für denjenigen, der sich nur mal unverbindlich beraten lassen möchte, naja, ist das immerhin ein Schnäppchen, ja. Aber das machen nicht so viele, das zeigt unsere Erfahrung und genau deswegen ist diese Hose drin. So, und falls Sie jetzt gar nicht mehr wissen, was ich zum Anfang gesagt habe, wechseln Sie doch einfach in den Artikel rein. Link finden Sie jetzt oben rechts eingeblendet oder natürlich auch unter dem Video. Können Sie gerne nochmal die Punkte durchgehen und Sie können natürlich auch die Kommentarfunktion nutzen und dort ganz allgemeiner natürlich Ihre Fragen stellen, die da auch gerne beantwortet werden. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, wenn Sie jetzt noch dran geblieben sind, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest hoch. Ja, Sie können gerne auch bei YouTube einen Daumen nach oben machen. Ja, ja, besuchen Sie unser Spezialportal. Sie finden mehr als 1000 Artikel, wo es hier hauptsächlich um deutschsprachiges Banking und Ausland geht. Also herzlich willkommen in unserem Spezialportal für Banking hier für smarte Bankkunden. Herzlichen Dank.